Pilze. Die meisten von euch denken, man kann Pilze nur essen. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich nur aus dem Bioladen und auf eurem Teller, wenn ihr sie mal zu eurer Mahlzeit mal zu euch führt. Aber diese kleinen Dinger können noch viel, vieles mehr. Und das wirst du in diesem Video erfahren. Also bleibt dran. Also passend kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. In der heutigen Episode möchte ich dir ein Wissen um Pilze nochmal zusätzlich erweitern. Aber zunächst zur Geschichte von den Pilzen. Also die Pilze sollen den Pflanzen dabei unterstützt haben, vor 600 Millionen Jahren die Toxine aus der Atmosphäre zu binden und so für eine Lebensgrundlage für uns Menschen und Tiere zu sorgen. Außerdem soll auch Pilze bezüglich ihres Stammbaum bzw. ihrer Entwicklung mehr Gemeinsamkeiten mit dem Menschen haben. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich die Pilze aus dem Supermarkt kennen, zum Beispiel für verschiedene Ausländer, Steinpilze, die Champignons, aber das sind eigentlich nur die Fruchtkörper des Pilzes. Der ganze Pilz ist fürs bloße Auge nicht erkennbar, weil er natürlich unter der Erde ist. Viele von euch kennen wahrscheinlich die ganz normalen Stielpilzarten. Und der hat einen klassischen Aufbau. Da gibt es halt zwei verschiedene Arten, zum Beispiel die Primordia. Das ist das erste Stadium, wo sich der Fruchtkörper bildet. Und dann im nächsten Stadium bildet sich dann der komplette Stiel aus, beziehungsweise der komplette Fruchtkörper, und dann schaut dann folgendermaßen aus, dass ihr einen ganz normalen Stiel habt, dann oben die Kappe, unten die, ja, die Gills, sage ich mal, weil ich halt viele englische Bücher dazu gelesen habe, deswegen werde ich auch oftmals englische Begriffe verwenden, und innerhalb dieser Kappe befinden sich zum Beispiel die Basidien, und die Basidien sind sozusagen die Halter für die Sporen, das sind die Meiosporen, und diese Meiosporen sind halt geschlechtsabhängige Sporen, das heißt, es sind haploide Chromosomensätze, das heißt, es ist wie bei der Sperma und bei der Eizelle, es gibt zwei verschiedene Arten von Zellen und die müssen sich ja halt dementsprechend befruchten, und diese Basidien tun dann die Sporen mit einem Druck vergleichsweise mit der, wenn die Astronauten versuchen, aus der Atmosphäre zu entweichen, werden diese Sporen in die Welt transportiert, und das hängt dann natürlich vom Pilzart ab, wie viele Sporen produziert werden. Meistens liegt es so in einem Millionen-Milliarden-Bereich. Hängt aber natürlich auch von der Temperatur ab, von den Wetterbedingungen. Und diese werden dann mit Hilfe von Insekten, vom Wind, Vögeln oder andere Tiere, die die Pilze zum Beispiel verzehren, verbreitet. Und wie gesagt, sind es halt Meiossporen. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Sporenarten. Das heißt, eine Spore in dem Bild rot markiert, hat halt die eine Hälfte des Chordes, während die andere Spore, die andere Chordhülle, die finden sich dann halt unter der Erde zusammen und bilden dann hier die entsprechenden Hübchen. Das sind die einzelnen Myzelfäden, und die bilden dann dieses Netzwerk, wird auch Myzel genannt, unterhalb der Erde, und die wachsen dann auch so zusammen. Und dann gibt es halt zum Beispiel eine Myzelart, die Rhizomorph. Das sind halt, ist ein dichtes Gewebe an weißen Myzelen, und das ist halt das primäre Myzel, an dem der Pilz seinen Fruchtkörper bildet. Hier habe ich jetzt nun einen bestimmten Pilz beschrieben. Es gibt auch andere Arten von Pilzen, die sind dann also Art nierenförmig, die wachsen halt oft an Bäumen, dazu zählt zum Beispiel der Reishi, die wachsen dann so wirklich nierenförmig wie ein Ufer an der Pflanze entlang und schauen halt nicht so der klassische Standardpilz aus. Das sind halt jetzt so die grundlegenden
Pilzarten, die man jetzt mit dem Auge sehen kann. Natürlich gibt es auch noch viele verschiedene andere Arten, so mikroskopisch kleine Pilze, die für den menschlichen Auge nicht zu sehen sind. Da kennen wahrscheinlich viele das Beispiel wie Schimmelpilz oder sowas. Das ist dann wie so ein kleiner Flaum. Das sind auch verschiedene Pilzarten, aber das sind jetzt so die zwei grundlegenden Pilzarten, die man auch für den Anbau von Speise- oder Medizinpilzen auch herkennt. Dann komme ich zu den verschiedenen Arten von Pilzen. Dabei unterscheide ich vier verschiedene. Ich fange an mit den Saprophyten. Das sind Pilze, die primär für die Kompostierung gedacht sind. Das heißt, sie nisten sich in toten organischen Materialien, zum Beispiel Bäume oder Laub, und tun hier entsprechende Enzyme und Säuren absondern, um hier die entsprechenden Strukturen bzw. die Moleküle von den einzelnen Pflanzen- und Baumstrukturen zu zersetzen. Das heißt, es werden einfach die komplexen Moleküle in einfache Moleküle umgewandelt. Das ist sozusagen die Recycler der Natur. Und da gibt es auch noch viele verschiedene Unterkategorien. Es gibt die primären Saprophyten. Das heißt, dass diese Pilzarten als erstes in der Kompostierung drankommen. Das heißt, dass sie sehr schnellwüchsig sind und das Hauptmaterial zunächst zersetzen. Das heißt, sie kompostieren das als erstes. Dann gibt es halt die sekundären Saprophyten. Das heißt, die kommen dann im Anschluss dran. Die sind halt natürlich auch abhängig von der Arbeit der primären, und die kompostieren dann weiter diese molekulare Strukturen und zersetzen sie weiter mit ihren speziellen Enzymen und Säuren. Und dann haben wir zum Schluss die tertiären Saprophyten, die dann nochmal abschließend alles nochmal kompostieren. Und darüber gibt es natürlich auch viele verschiedene unterschiedliche Arten der Enzyme, weil natürlich Pflanzen und Bäume auch aus Lignin zum Beispiel bestehen. Habe ich auch schon mal im Video erzählt, dass das die Struktur bzw. die holzartige Struktur ist an den Zellwänden und Zellulose. Das sind halt die ganzen normalen Zellen der Pflanzen und Bäume. Und dann gibt es halt zum Beispiel Brown Rot Saprophyten, das heißt, dass die halt primär die Zellulose extrahieren bzw. zersetzen und nur das Lignin übrig bleibt. Oder auch die White Rot, das sind diejenigen, die dann das Lignin zersetzen und dann dementsprechend die Zellulose übrig bleiben. Natürlich gibt es auch hier wieder bei diesen Einteilungen natürlich auch gemischte Pilze, das heißt, dass die auch sowohl primär, sekundär als auch tertiär sein können, aber auch White- und Brown-Rot-Pilze sein können. Natürlich, dann gibt es noch weitere Pilzarten, wie zum Beispiel die parasitären Pilze. Das heißt, jeder von euch kennt die Parasiten, das heißt, sie steigen in einen Wirt ein und schädigen ihn und können ihn sozusagen bis dahin töten. Das gibt es natürlich auch bei den Pilzen. Und der primäre Aufgabe dieser Pilze ist es halt zum Beispiel, in einen Baum zum Beispiel einzudringen, zum Beispiel einen schwächeren Baum, diesen sozusagen zu schädigen, verletzen und abzutöten, sodass und zum Beispiel die Samen, die der Baum geworfen hat, also die kleinen Setzlinge, die zunächst im Schatten waren von dem Baum, frei ins Sonnenlicht zu manövrieren und dann hier dafür zu sorgen, dass die jungen Bäume bzw. Triebe, sondern die Setzlinge ans Licht kommen und hier mit ihrem Wachstumsprozess fortsetzen können, sodass sich halt die Natur wieder replizieren kann. Also es ist sozusagen einfach die natürliche Antwort darauf, um den Kreislauf zu schließen, um zum Beispiel schwachen Komponente auszumustern und einfach für die Vielfalt zu sorgen und einfach für den Nachschub. Und diese parasitären Pilze können natürlich auch umschlagen, nachdem sie ja den Baum getötet haben sozusagen, dass sie dann hier auch als Saprophyten fungieren können und sozusagen gleich als nächstes für die Kompostierung sorgen können, damit halt zum Beispiel Setzlinge einen guten
Nährboden sozusagen haben, um für ein optimales Wachstum zu sorgen. Für mich ist die nächste Pilze von ganz großer Bedeutung und auch Begeisterung. Das sind nämlich die mykorrhizalen Pilzen. Myko heißt Pilz und Rhizal heißt Wurzel. Und das sind halt wirklich Pilzarten, die in Symbiose mit Bäumen und Pflanzen gehen und ihre Wurzeln nochmal zusätzlich erweitern. Und diese Symbiose ist halt dadurch gekennzeichnet, dass der Pilz die Wurzeln erweitert, sodass die Pflanze besser an die Nährstoffe kommt, besser an die Wasserversorgung herankommt und so besser an die Bodenschichten herunterkommt und sozusagen für die Pflanze Nährstoffe aufbereitet. Und dafür bekommt halt der Pilz Zucker zur Verfügung, weil der Pilz natürlich nicht ins Sonnenlicht kommt und somit eine Photosynthese durchführen kann, während es die Pflanze machen kann. Das heißt, hier so ein Geben und Nehmen. Da gibt es auch wieder zwei verschiedene Arten. Es gibt die Ektomykorrhiza-Pilze. Das sind Mykorrhiza-Pilze, die sich nur um die Wurzel herum bilden und sozusagen nur die Nährstoffe aufschließen und einfach die Wurzeln der Pflanzen erweitern. Dann gibt es noch die Endomykorrhiza-Pilze. Das heißt, dass die nochmal hier zusätzlich in Symbiose mit der Pflanze noch intensiver gehen. Das heißt, dass sie hier nochmal in die Wurzelzellen der Pflanzen eindringen, also in das Wurzelwerk hinein und hier nochmal zum Beispiel bäumchenartige Strukturen bilden. Die nennt man zum Beispiel am Fuskeln oder auch ovale Strukturen, die werden Vesikeln genannt. Genau. Und die dienen zum Beispiel nochmal als Lipidspeicherung für die Pflanze und da gibt es natürlich auch wieder Mischformen von den beiden, das heißt es gibt Ekto- und Endomykorrhiza, die auch interessanterweise gleichzeitig an verschiedenen Pflanzen- und Baumgruppen in Symbiose gehen können. Zum Beispiel der eine Pilz kann mit einer Eiche als Ektomykorrhiza in Symbiose gehen und für die Eiche die entsprechenden Nährstoffe sammeln, während zum Beispiel dieser Pilz für eine Pflanze ein Endomykorrhiza darstellt und auch die Bedürfnisse dieser Pflanze genau weiß. Also das heißt, dieser Pilz kommuniziert mit seiner Umgebung und stimmt natürlich auch auf die entsprechenden Bedürfnisse seiner Symbiosepartner ab, was für mich sehr interessant ist und da kann man auch wieder die Pilze als ja sozusagen als Netzwerk bzw. als Internet der Natur betrachten. Die letzte Art sind dann die Endophyten. Das sind ja auch parasitäre ähnliche Pilzarten, aber die befinden sich halt innerhalb des Wirtes, wie zum Beispiel ein Baum oder Pflanze, aber die sind nicht primär dazu ausgerichtet, ihren Wirt zu töten, sondern sie unterstützen ihn. Zum Beispiel bilden Alkaloide, also bittere Fraßschutz, damit hat die Pflanze einen besseren Schutz gegen andere Fressfeinde hat, gegen Pilze oder andere Krankheitserreger. Das heißt, dieser Pilz unterstützt mal einen Baum oder eine andere Pflanze, um sich mit entsprechend von den Umwelteinflüssen besser zu schützen. Und als Gärtner ist es halt wirklich wichtig, diese Pilzarten herauszufinden, sie auf seine Pflanze anzupassen und sozusagen als Dirigent eines Konzertes diese verschiedenen Pilzarten zu steuern und so halt für eine Symbiose bzw. Harmonie in seinem Garten zu sorgen. Und das ist einfach das Interessante an den Pilzen, dass sie halt sehr multilateralistisch sind. Das heißt, dass sie nicht nur Pflanzen und Bäume unterstützen, sondern auch die Bodenstruktur unterstützen sie. Insekten finden auch Nahrung für diese Pilze und als beziehungsweise als Bauwerke für ihre Nester. Und als Gegenzug dafür tun halt dann diese Insekten zum Beispiel die Sporen weiter verbreitern. Das ist einfach wie immer ein Geben und ein Nehmen.
Dann kommen wir zu dem Nutzen von den Pilzen. Viele von euch werden wahrscheinlich, wenn sie nicht nur mich verfolgen, sondern auch andere gesundheitliche Kanäle, dann werden sie wahrscheinlich auch wissen, dass Pilze oder auch Vitalpilze auch in der Medizin sehr üblich sind, um Krankheiten zum Beispiel besser zu bewältigen oder allgemein seine Gesundheit zu steigern. In der traditionellen chinesischen Medizin TCM werden zum Beispiel viele verschiedene Pilzarten, wie zum Beispiel der Reishi oder Shiitake, verwendet, um gewisse Leiden zu mindern. Ist natürlich auch nachvollziehbar, weil aufgrund ihrer Enzyme, die sie verwenden, beziehungsweise die sie und die Säuren, die sie halt haben, ist es halt so, dass sie auch wirklich antibakteriell, antiparasitär sind und antiviral. Also es gibt halt auch wirklich Pilzarten, die können gegen HIV-Viren eingesetzt werden. Sie können auch den Cholesterinwert ausgleichen und andere wirklich gesundheitliche Vorzüge dafür sorgen. Wie gesagt, die endorphine Pilze dienen zum Beispiel als Schutz des Baums oder der Pflanze, dass sie halt hier ihren Wirt sozusagen vor anderen Pilzen schützen. Das heißt, dass jeder Pilz seine eigenen Enzyme und Säuren produziert, um halt wirklich Pathogene abzuwehren. Und diesen Nutzen können wir auch für unsere Gesundheit nutzen, sage ich mal. Aber auch viele verschiedene Nährstoffe werden zum Beispiel von den Pilzen produziert, die sind auch recht vitalstoffreich. Ein wichtiger Faktor ist, dass man mit den Pilzen zum Beispiel seinen Vitamin-D-Haushalt verbessern kann. In der Regel ist es halt so, dass der Mensch Vitamin D über die Haut synthetisiert, über das Cholecalciferol. Bei den Pilzen ist es so, dass sie aus dem Stoff Ergosterol können sie dann mit Hilfe von UV-Licht Ergocalciferol produzieren. Das ist halt eine Vitamin D2-Stufe und das kann man dann auch, wenn sie es halt synthetisiert haben, die Pilze nochmal zusätzlich unseren Vitamin D-Haushalt auffrischen. Und da ist halt wirklich wichtig, dass die Pilze natürlich auch Sonnenlicht genossen haben, um halt dieses Vitamin D zu produzieren. Und was ihr persönlich machen könnt, ist, wenn man zum Beispiel getrocknete Pilze aus dem Bioladen zum Beispiel verwendet oder Pilze selbst anbaut und die dann abschneidet und dann trocknen legen wollt, dass ihr sie einfach in die Sonne legt, weil dadurch tut nochmal der Pilz zusätzlich Vitamin D synthetisieren und wird die Produktion nochmal um das 3- oder das 5-fache erhöht. Das ist halt wirklich ein positiver Einfluss. Oder ihr könnt natürlich auch die UV-Lichter verwenden und im Keller zum Beispiel dann hier die Pilze damit bestrahlen und sie natürlich auch nochmal zusätzlich Vitamin D produzieren. Natürlich tun auch die Pilze die Umwelt aufforsten. Dieser Profiten stellen natürlich entsprechenden Kompost her, also beziehungsweise sind für den Kompostiervorgang zuständig und dadurch kann zum Beispiel die Natur ihre gute Erde produzieren, beziehungsweise auch Humus durch die Zersetzung der toten Masse, und zusätzlich dienen auch Pilze als Umwelt- und Wasserfilter, weil sie natürlich aufgrund ihrer Enzyme auch viele verschiedene Ölprodukte zum Beispiel zersetzen können, die zunächst toxisch wirken für uns, für die Tiere, für die Umwelt, und die können sie halt aufgrund ihrer Fähigkeit zum Beispiel Lignin und Zellulose zu zersetzen, können sie natürlich auch zum Beispiel Ölprodukte entsprechend zersetzen. Zudem gibt es auch noch Pilze, die viele verschiedene Toxine und Schwermetalle akkumulieren, wie zum Beispiel radioaktive Substanzen wie Arsen, aber auch Quecksilber und auch gesundheitsfördernde Schwermetalle wie zum Beispiel Selen. Und da ist es wirklich wichtig aufzupassen, weil in der Regel tun Pilze das in hohem Maße akkumulieren. Das heißt, dass es nicht empfehlenswert ist, Pilze vom Straßenrand oder von einem Industriegebiet zu pflücken, weil da wirklich die Gefahr hoch ist, eine entsprechende Vergiftung
zu erhalten, weil die das wirklich in hohem Maße akkumulieren. Aber man könnte theoretisch gesehen diese Pilze an den industriellen Gebiet bewusst anbauen, die dann abschneiden und dann irgendeine Aufarbeitungsanlage die entsprechenden Schwermetalle herausziehen und für andere Zwecke verarbeiten. Dafür sind dann wieder Pilze wunderbar. Zusätzlich dienen halt natürlich auch Pilze durch ihren Pilzwerk, durch ihre Symbiose mit anderen Pflanzen, also die Mykorrhiza-Pilze, wühlen sie nochmal zum Beispiel die Erde auf, führen nochmal Luft in die Erde und verändern sozusagen nochmal die Erosion bzw. Dienen als Schutz vor Erosion und eine bessere Bodenqualität. Und ein letzter wichtiger Vorteil ist halt, dass diese Pilzmyzele auch bzw. das komplette Netzwerk auch als Transportmöglichkeit für verschiedene Bakterien verwendet werden. Also in der Regel ist es halt so, dass Bakterien im Boden einen entsprechenden Flüssigkeitsfilm für den Transport benötigen und die Pilzmyzele bilden so einen kleinen Schaum bzw. stoßen so eine kleine Flüssigkeit an ihren Haaren aus, wo sich halt dann die Mikroben fortbewegen können. Und das Gute dabei ist halt, dass dann die Mikroben sozusagen wie eine Autobahn die Myzele verwenden können und schnell von A nach B kommen, da wo es halt die entsprechenden Nährstoffe gibt und Zersetzungsmaterial gibt. Und das Gute dabei ist halt, dass diese Mikroben bzw. die Bakterien in Kontakt kommen, weil das Myzel bzw. die Flüssigkeit so dünn ist, dass die Bakterien sozusagen immer in Kontakt kommen und so ihr Erbmaterial bzw. Erbgut austauschen können und sich hier besser auf die Umweltgegebenheiten bzw. veränderte Umwelt anpassen können. Zum Beispiel können Bakterien entstehen, die Umweltgifte bzw. Toxine aufnehmen können und hier zersetzen können, weil es für sie dann nicht mehr schädlich sind, weil sie halt das entsprechende Erbmaterial aufgenommen haben und jetzt die Funktion haben können, diese Stoffe zu zersetzen, ohne eigenen Schaden zu nehmen. Und abschließend zu diesen wunderbaren Wesen möchte ich nochmal einen Satz betonen: ohne Wald keine Pilze und ohne Pilze kein Wald. In diesem Sinne hoffe ich, dass du genauso begeistert bist wie ich und ich konnte dein Wissen nochmal zusätzlich erweitern und Spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wissen to go. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.